Sport gibt es auch außer dem Turm bekannt. Aber wir wollen natürlich. Der 1. Mai ist ein historischer Kampftag der Arbeit. Jedes Jahr ist er umso mehr ein Aktionstag, um uns aktuellen Grundrechtsverletzungen entgegenzustellen, die unter den jetzigen Umständen leiden. Sie gilt allen, die auch schon vor der Corona-Krise unter dem Patriarchat. Eine Situation, die tief in die weltweite Struktur und Lohnverteilung blicken lässt. Wir fordern faire Bezahlung seiner Praxis und von wesentlichen Leistungen.